Und im üblichen Blick stehen wir hier einsam vor der Leiter und fangen wieder eine neue Folge von Minecraft an. Ja, neue Aufnahmerunde. Und das Ganze gut 2 Wochen nach der letzten. Achso, ich habe mich gerade gewundert, hier das Grün war so satt und hell. Aber das ist nur der Wegpunkt, den ich hier hingesetzt habe. Die Welt ist mal wieder noch nicht geladen. Wie immer zum Start einer Session. Das dauert immer so mit den ganzen Hintergrundprogrammen, die ja natürlich für eine Aufnahme laufen müssen. Das kostet dann doch wahrscheinlich relativ viel Arbeitsspeicher. Meinen Rechner, der ja auch nicht mehr der allerjüngste ist. Nicht, dass er schlecht ist oder so, aber wir werden hier gerade irgendwie bedrängt. Wie kommt das? So, haben wir hier noch Monsteröse außerdem einen da? Nö. Na gut, so, ich bin gerade frisch aufgestanden, eine frische Kanne Kaffee steht neben mir und deswegen dachte ich mir, komm, Minecraft ist dran, dann ist Minecraft jetzt auch dran. Dementsprechend nehmen wir hier auf mit relativ lauter Musik, aber ich dachte, ich lasse das auch heute einfach mal lauter. Und die Welt lädt immer noch nicht, denn ich wollte eigentlich in die Mine. Aber dann gehen wir einfach mal durch die ungeladene Welt, decken die ein bisschen auf. Wie bei klassischen Echtzeitstrategiespielen haben wir hier einfach noch Nebel des Krieges und müssen erstmal den ganzen Kram entdecken, bevor wir da wirklich was machen können. Vielleicht finden wir ja eine Goldader, wo wir unsere Bauarbeiter drauf schicken können. Oder ähnliches. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn man bei Minecraft so, ich sag mal, Minions hätte, die man dann losschicken könnte, damit die einem Gold abbauen. So, wie gesagt, Mine. Oh, da war ja noch was. Habe ich mich ja gar nicht dran erinnert. Hier ist ja Eisen. Schön. Und die Musik ist definitiv zu laut. Ich mache sie mal ein bisschen runter. Zumindest für mich ist sie zu laut. Ja, was machen wir in Minecraft? Wir haben ja jetzt einige Projekte. Wir haben die Mine als Projekt anstehen. Wir haben die Straßen als Projekt anstehen. Und das Dorf im Allgemeinen. Ich würde sagen, in dieser Folge ziehe ich noch ein bisschen an der Mine. Das heißt, wir werden erstmal Steine kloppen. Ich weiß, das ist langweilig. Aber der Plan hat sich anscheinend auch sowieso gerade erledigt. Wir müssen wohl ein wenig bauen hier. Denn da unten ist ungeladene Schlucht. Und das wird sehr gefährlich. Denn man weiß natürlich jetzt nicht, wie tief die ist. Das ist ein bisschen ärgerlich auch, dass der das jetzt nicht so ganz lädt. Weil das macht meinen Plan zunichte. Du Unhold. Guck mal, wir können in die freie Welt rausgucken. Hey. Oh, und da hinten ist, glaube ich, eine wirkliche Mine. Wenn ich das richtig sehe. Und da sind auf jeden Fall Schienen. Na, das hat doch mal was. Okay. Wir kommen hier eigentlich nicht weiter. Dann würde ich nämlich sagen, wir bauen geradeaus. Da so hin. Und ziehen dann die Mine weiter nach unten. Oh, ha, guckt euch das an. Es hat geladen. So, da unten sind wirklich viele monströse Gestalten. Aber trotzdem können wir diese Treppenform der Mine nicht weiter beibehalten. Das heißt, wir fangen an mit Werkbank hier. Die haben wir ja Gott sei Dank in der Tasche. Und, oh, na, da müssen wir noch ein Steinchen runtersetzen. So. Und da kommt ein Ofen hin. Ja, da kommt ein Ofen hin. In dem brenne ich jetzt erstmal ein paar Steinchen. Die haben wir ja Gott sei Dank hier. So. Dann werden hier ein paar Steinchen noch aus der Wand geruppt. In der Hoffnung, dass es einigermaßen reichen wird. Und mit diesem glatten Stein werden wir dann, also mit dem glatten Stein, den wir da brennen gerade, werden wir dann einfach eine Brücke bauen. Mal gucken, ob das jetzt richtig ist. So, hier war die Höhe. Da müsste ich eigentlich so abhacken. Das Schöne ist, dass es hier oben, also oben gesehen von der Schlucht aus, relativ sicher ist. Draußen ist noch Tag. Wir brauchen uns keine Gedanken darüber machen, dass jetzt hinter uns Monster erscheinen.
Zumindest ist es sehr unwahrscheinlich, das Ganze. Und ja, das macht die ganze Sache dann doch etwas angenehmer. Wieder zu viel gebaut. Sehr ärgerlich, wenn es um glatten Stein geht, der ja vergleichsweise teuer ist. Zack. So. Und dann... Mein Gott, ich verliere heute nur den Faden irgendwie. Ist aber vielleicht auch für den Zuschauer ganz witzig. Es ist nämlich so, ich bin heute recht spät aufgestanden, also für meine Verhältnisse. Aber dann quasi erst vor, ich sage mal, 20 Minuten. Und ich weiß nicht, ob es Leute von euch gibt, die das kennen. Den Effekt, dass man kurz nach dem Aufstehen noch so einen ganz trägen Kopf hat. Und so geht's mir gerade. Deswegen trinke ich ja auch fleißig Kaffee. In diesem Sinne, Moment. Ah, lecker. So, ja, ich trinke fleißig Kaffee, um meinen Kopf ein bisschen auf Touren zu kriegen. Bisher hat es noch nicht gewirkt. Dafür ist der Kaffee frisch und nicht wie ab und zu in den letzten Tagen die halbe Kanne von gestern sozusagen. Was nicht weiter schlimm ist, nur der Kaffee schmeckt dann doch irgendwie anders. Ja. Kaffeephilosophien am frühen Morgen. Also für mich am frühen Morgen. So. Noch ein paar Kohlestückchen da rein und dann können wir versuchen, die Brücke hier weiterzubauen. Also ich möchte eigentlich auch gerne irgendwann da runter. Müssten wir mal hier so Treppen rechts und links runterbauen oder so. Aber erstmal ist das nicht mein Ziel. Ich möchte wirklich eine Mine erstellen. Eventuell kann man das ja dann für später im Auge behalten. So. Sind wir einmal zumindest schon mal drüben. So. Aber was ich auch übrigens gerne mal spielen würde, ist Monkey Island. Also, ich nutze Minecraft übrigens sehr häufig dann zu Gedanken zu Let's Plays, aber das merkt ihr wahrscheinlich. Monkey Island 2 hat, glaube ich, auch eine Special Edition. Und wenn ich richtig informiert bin, kann man in dieser Special Edition, hat man eigentlich einfach die schönen Grafiken, die neu gezeichneten Grafiken, und kann in diesen spielen, aber wenn man in nostalgischer Erinnerung schwelgen möchte, kann man, aber bitte mauert mich nicht darauf fest, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, kann man wirklich auf die alten Grafiken für die Screens dann zurückstellen. Also man spielt in den schönen Grafiken und denkt dann, oh, wie sah das denn früher aus? Dann stellt man kurz zurück und kann sich angucken, wie es halt früher aussah. Voll genial. Muss ich echt sagen, finde ich richtig klasse. Gerade für Menschen, die dieses Spiel vielleicht damals, sage ich jetzt mal, nicht gespielt haben und nur die Special Edition kennen oder nur so aufbereitete Spiele kennen, ist das, glaube ich, ein total krasses Erlebnis, das einfach mal zu sehen. Also wer meinen Kanal länger verfolgt, der wird natürlich auch Indiana Jones and the Fate of Atlantis gesehen oder zumindest mitgekriegt haben, dass ich spiele. Und wer sich dieses Point-and-Click-Adventure mal anguckt, der weiß und sieht, wie Pixel suchen wirklich aussieht. Ja, wirklich Pixel-Hunting, sage ich jetzt mal. Und das war schon echt krass teilweise, ne? Was wir da suchen mussten. Vor allen Dingen hatte man nicht, wie bei den neuen Daedalic-Spielen jetzt, die Leertaste, die einem sagt, da ist was, da kannst du interagieren, sondern da musstest du selber suchen. Da gab es halt in diesem Raum verschiedene Sachen und dann musste man den ganzen Raum mit der Maus erstmal absuchen, bis die Maus sich verändert hat und angezeigt hat, oh, da ist was. Und das mach mal mit den 1000 sonst was Pixeln, die du da hast in so einem Bild. Also der Unterschied ist schon sehr krass. So, wir gehen mal raus. Ich werde mal oben hoffentlich ein paar Steinchen noch in den Ofen werfen. Mit dem einen Ofen kommen wir hier leider nicht aus. Außerdem müsste ich ein paar Zäunchen erstellen. Und dafür etwas Holz noch hacken. Fürchte ich. In diesem Sinne, weiche Eiche. Tja. Neue Spiele gibt es ja jetzt auch auf meinem Kanal.
also ist wahrscheinlich schon ein Weilchen her für euch, quasi, seit die gestartet sind. Harvey hat gestartet, lange angekündigt, quasi mit dem Start von Edna angekündigt. Und ja, bei Harvey ist es dann tatsächlich auch so, dass ich das wesentlich blinder spiele, weil das Let's Play, was ich dazu damals gesehen habe, nicht so intensiv verfolgt wurde. Also ich habe schon alle Folgen geguckt, so ist es nicht. Ich kenne wahrscheinlich auch alle Screens und die groben Lösungswege noch, oder ich weiß, in welche Richtung es gehen müsste, aber nicht wie bei Edna, dass ich wirklich ganz aufmerksam zugeguckt habe. Und meist lief dieses Let's Play zugegebenermaßen im Hintergrund so, irgendwo, wo ich dann irgendwie selber was rumhantiert habe. Und da kriegt man natürlich dann nicht immer alles mit, jeden Lösungsweg und so weiter. Von daher wird das vielleicht ein bisschen schwieriger. Oh, es wird ja schon dunkel. Tatsache. Das heißt ja bald schon Folgenende. Upsala. So, haben wir hier noch Steinchen irgendwo drin? Nee. Verdammt. Haben wir denn noch Steinchen? Jawohl. Das ist super. Dann können wir die schon mal reinballern. Vier Stück ist ein halber Stack, das ist super. Das passt auch. Das passt auch. Das. Mist, passt nicht. Da hatten wir mehrere noch. Ja, und Don't Starve hat als Ersatz für Age of Empires angefangen. Ein richtig klasse Spiel, muss ich sagen. Ich hatte es, bevor das Let's Play gestartet ist, schon fast gesuchtet. Oh, da oben müssen wir auch mal bauen, ne? Naja, jetzt haben wir diese Folge für die Mine verschwendet. Dann würde ich sagen, nächste Folge könnte man fast wieder da oben bauen, aber dann bräuchte ich definitiv mehr gebrannten Stein, um das anzugehen. So, packen wir das mal weg. Zack, dich behalten wir aber. Tja, mal schauen, mal schauen. Erstmal eine Ladung Stein da noch mit rein. Und dann brennt hier ja noch jede Menge. Schmeißen wir mal einfach noch was nach. Und laden dann entsprechend einfach Kohle nach. Ja, Don't Starve, super Spiel. Ich hatte schon eine ganze Weile gespielt. Ich glaube, mir fehlt auch nur noch ein einziger Charakter zum Freischalten. Dafür müsste ich dann die 50 Tage überleben. Vielleicht gelingt mir das ja tatsächlich im Let's Play. Mit freundlichen Tipps meiner Zuschauer eventuell sogar. Der, boah, Woodbreaker war's. Also tut mir leid, wenn der Name falsch ist. Der hatte auch die erste Folge direkt kommentiert. Und, Moment, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege. So, ihr müsst jetzt einfach kurz Geduld haben. Ich schaue nach, ob er es wirklich war oder und ob ich den Namen richtig habe. Das lässt mir ehrlich gesagt keine Ruhe. So, ich werde ein bisschen was machen so im Hintergrund. Wenn denn hier alles in der Form aufzurufen ist, wie ich das mir wünsche, gerade. So. Ja, ich sammle hier schon mal Steine aus dem Ofen, einfach damit was getan wird. Ja, Woodbreaker war richtig gut. So. Woodbreaker hat die erste Folge kommentiert und sich offenbar gefreut, dass ich dieses Projekt gestartet habe. Mir auch direkt einen Tipp gegeben. Habe ich alles kommentiert. Ja, ich hoffe, ihr seid dabei, wenn ich da versuche, verzweifelt zu überleben. Und Tipps und Tricks sind auch da, wie immer, gerne gesehen. Ich kann nicht alle Spiele können, ich will auch gar nicht alle Spiele können, aber es würde mich halt freuen, wenn ich gemeinsam mit Zuschauern dann diese Spiele ja sozusagen erfahre. Gerade weil Don't Starve dann doch schon ein neueres Spiel ist für mich. Ich habe so die Grundzüge, kenne ich, aber so die tiefere Alchemie und Technik und Magie, was es da alles gibt, das kenne ich noch gar nicht. Es wäre also super genial, wenn mir da jemand Tipps geben könnte, wenn wir dann weiter sind in den Folgen und so weiter. Das wäre echt spitze. Denn ich würde gerne alles einfach mal angucken, falls wir die Rohstoffe gesammelt kriegen. Und ja, ne? In diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge. Gutes Nächtle.